So, ich wollte nach links. Einfach nur mal nach links. Okay. Wenn die nächsten Monster... Okay, wir sehen jetzt mal auf die Karte. So. Wenn ich runtergehen wollen würde, würde ich da weiterkommen oder wäre da zu? Da ist sowas von zu. Wir fahren nach oben. Eine Seeschlange und ein Killerfisch war das, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Wir buffen uns einfach mal mit Barriere. Klauen das Mana von den beiden. Machen sie langsamer. Und versuchen sie kleiner zu machen. Die Seeschlange ist langsamer geworden, das gefällt mir. Der Killerfisch nicht. Aber sie kämpfen tapfer, sie fliehen nicht. Der Killerfisch sollte fliehen. So, dann haben wir Holy. Nach Shell kommt Feuer. Berserker. Und 4. Beide erfahren Furcht. Okay, dann weiter mit D-Spell. Hier weiter mit Thunder. Du darfst angreifen. Und hier weiter mit Fire. Jetzt werden sie beide besiegt, denke ich mir. Also der Killerfisch auf jeden Fall. Den greift der Geier an.
Oh, lebt noch. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ah, aber Guy darf nochmal angreifen, denn sein Ziel wurde getötet, bevor er drankam. Also diese Schlange lebt immer noch, das ist heftig. Besiegt. Gil erhalten. Bei Maria ist Aspir hoch. Ja! Guy hat wieder volles Leben. So mag ich das. Aspir ist jetzt falsch. Level 2. Das heißt, sie bekommt noch mehr Mana zurück. Fünf Killerfische. Dürfte ja auch bald Minimano 3 Level 2 3 Level 2 erreichen. Spell ist der Level 4, das heißt, theoretisch wäre es möglich, dass die vierte Aura schon Barriere schon entfernt wird. Da bin ich dann gespannt. Das waren 10 Mana, Leute, die sie jetzt bekommen hat. Und das nur noch 6, weil jetzt ist sie voll. Aber sie kann jetzt wahrscheinlich doppelt so viel Mana bekommen. Pro Gegner. Geil. Okay, weiter geht es mit Wall. Und hier mit Shell. Hast. Und mit Drain. Ich frage mich, wie lange das Spiel noch geht. Wir haben jetzt so ziemlich alles auf der Welt erkundet. Ich frage mich, wie man in diesen Raum vom Pol reinkommt. Wir haben so ziemlich alles erkundet. Wir haben eigentlich auch schon fast alles gemacht, außer das eine Königreich zu zerstören. Ich meine, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen das Buch holen, das offenbar in diesem Turm ist. Und mit diesem Buch können wir die Welt retten. Das heißt, wir haben offenbar nur noch zwei Ziele für uns. Genau diese zwei. Buch holen und Welt retten. Das heißt, das wird wahrscheinlich jetzt der vorletzte Dungeon sein. Wenn nicht noch irgendetwas dazwischen kommt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, es fehlt ja noch der Flugdrache. Wann kriegen wir den Flugdrachen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass der uns dann zum Turm kommt. Entweder, dass wir dann oben auf der Spitze sind, vielleicht sogar runterfallen und der Flugdrache rettet uns das Leben. Könnte ich mir gut vorstellen. Bin ich mal gespannt, Leute.
Ich frage mich, wie stark die Endgegner sein, der tatsächliche Endgegner sein wird, Leute. Und wie overlevelt wir schon sind. Ich meine, im Prinzip trainiere ich gerade die Zauber, die ich neu bekommen habe, in der Höhle bei Mishidir. Nahe Mishidir. Und... aber unsere Zauber sind an sich noch nicht wirklich stark. Sie sind noch Level 4, 5. Unsere besten Zauber, abgesehen jetzt von den Heilzaubern, sind Level 6. 5, 6. Wenn ich jetzt sehe, dass da die Imps kommen, die eigentlich schon unserem Level entsprechen und die dann einen Level 16 Zauber da machen oder so, dann das ist schon heftig. Naja. So. Wir waren gerade bei Holy, dann sind wir jetzt bei Dispel. Hier waren wir bei Fire, dann Thunder. Du darfst angreifen. Und du hast gerade 4 gemacht, dann machst du Fire. Ja, dann ist es diese Runde eh vorbei, denn durch Donner sterben die alle. Yep. Gill erhalten. Bei Mary ist Shell hoch. Bei Layla ist Drain hoch. Wunderbar. Habe ich Drain einmal öfter benutzt als... muss ich mal nachsehen. Als Miniman? Wo sind sie denn? Hier Miniman und hier Drain. Tatsächlich. Offenbar dreimal öfter benutzt. Seltsam. Oder weil Drain einfach besser funktioniert, hat es öfter mal einen Punkt mehr bekommen. Miniman hatte bisher noch nie funktioniert. Naja. Wird gespeichert. Wo sind wir hier überhaupt schon? Ich bin zu weit südlich. Drei Bukaniere. Thank you.
So, nach Barrier machen wir Wall. Hier haben wir dann Shell ist jetzt auch hoch. Dann haben wir Bobby weiter mit Fire. Hier haben wir Haste. Und hier haben wir dann trotzdem immer noch Drain als zweites. Ich mag es, dass das Wall jetzt schon fast immer funktioniert. Oh, da wurde Guy kritisch getroffen. Er muss also später wieder geheilt werden. Hast es Level 5. Und es trifft immer noch nicht immer. Eigentlich heftig. Ich denke, die Wahrscheinlichkeiten sollten einfach dann gefünftelt sein. Beziehungsweise geviertelt, es sind ja nur 4. Aber gut, mit Level 1 trifft man auch nicht immer. Selbst mit Level 2 sollte man eigentlich immer treffen. So ziemlich. Naja, egal. So, wir sind jetzt bei Holy. Also auf ein Einzelziel gewirkt, meinte ich von. So, hier Thunder. Berserker. Und dann hatte ich gerade 4? Nein, ich glaube, ich hatte 3. Also kommt jetzt 4. Nein, wird nicht kommen. Oh, die besiegt sie schon. Ah, okay. Nur einer wurde besiegt. Das heißt, die anderen haben jetzt noch so ungefähr 20 Lebenspunkte. Und sie... Nur einer von den beiden hat Angst. Ja, besiegt. Gehalten. Bei Freon ist die Weisheit hoch. Bei Maria ist die Intelligenz hoch. Die Kraft runter bei Layla und dafür die Weisheit hoch. So, jetzt sehen wir uns das mal an, Leute. Freon hatte die Weisheit doch auf 99. Moment mal. Moment mal. Heißt das, über 99 geht's gar nicht? Und wir haben bei Tsubasa das A1, weil wir das per Rüstungsteil nochmal verstärkt haben. Oder ist die Weisheit vorhin mal gesunken einmal? Wegen irgendwas. Wir hätten 9 Intelligenz, Leute. Wow, wie viel Intelligenz hat Guy? 8. Okay, und jetzt mal die Frauen ansehen. 32. Und 38. Das ist irgendwie gerade ein bisschen klischeehaft, Leute. Okay, heilen wir. Falsch. Heilen wir. Guy. Und dann wird gespeichert.